Luigi, dreh dich um, sie ist hinter dir. Hä? Wow! Oh, der arme Luigi. Was hat sie jetzt bloß vor? Oh nein, oh nein, oh nein. Wie, was? Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Luigi's Mansion 3. Hier auf Katze. Wie ihr sehen könnt, befinden wir uns noch auf der Wüstenetage. Und hier lauern überall Gefahren. Luigi, pass bitte gut auf dich auf. Heieieiei. Wir müssen einen Weg finden, um hier wegzukommen, um hier rauszukommen. Und Achtung, ich sehe schon, dass ein paar Schlangen hier versuchen, Luigi zu beißen. Also, hier ist Vorsicht geboten. Und ich frage mich gerade, was wir bitte in diesem Raum machen sollen. Sehr komisch. Meine Lieben, hier kommt der Hinweis. Wenn euch Luigi's Mansion gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze. So verpasst ihr auch in Zukunft keine spannenden, lustigen und lehrreichen Abenteuer mehr. Gut, aufgeräumt haben wir so einigermaßen, aber dass da die ganze Zeit Sand rauskommt, das hört ja gar nicht mehr auf. Hier muss irgendwas anderes sein. Irgendwas ist hier faul an diesem Raum. Die Frage ist aber nur, was? Mein Gefühl sagt mir, dass wir hier im Sand nichts finden werden. Ey, okay. Bis auf diese Schlangen, die, ouch, mich durchaus beißen können. Luigi, sei bitte vorsichtig. Mit den Schlangen ist nicht zu scherzen, wie es scheint. Und eine falsche Bewegung und zack, attackieren sie ein. Vielleicht sollte ich sie alle mal einsaugen. Dann geben sie wenigstens mal Ruhe. Na, komm her. Ich sehe dich doch. Wo bist du? Da bist du, ha? Na gut, was soll's. Ist ja auch egal. Okay, im Sand finden wir, glaube ich, nichts. Hey, oh Mann, ich hätte ihn doch gleich besiegen sollen. Mensch. Die Schlangen, das hört ja gar nicht mehr auf. Es kann sein, dass wir irgendwas mit dieser Statue machen müssen. Oder hier ist irgendetwas unsichtbar, oder? Könnte ja auch sein. Hey, Moment mal. So, habe ich dich. Jetzt müsste ich eigentlich alle Geister beseitigt haben. Also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass wir vielleicht doch warten müssen, bis sich der Raum weiterhin mit Sand füllt. Aber viel mehr kommt da wahrscheinlich nicht runter. Sonst würde das Ganze noch größer werden und sich noch weiter aufbauen. Na gut, wenn das so ist, dann versuchen wir was anderes herauszufinden, ob sich in diesen kleinen Stellen, also wenn wir den Sand wegsaugen, ob sich da was Unsichtbares befindet. Nee, auch nicht. Okay. Und da ist sowieso nichts. Gut, dann kommt mir natürlich noch die Idee, dass wir da hoch können, indem ich den Sand wegpuste. Okay, noch ein bisschen. Das reicht noch nicht ganz aus. Och Mensch. Ein kleines bisschen noch. Okay, Luigi, mach dich bereit auf Position. Einmal pusten. Okay, das müsste reichen. Jetzt bin ich bei der Statue. Was ist denn jetzt los? Warum ist die Statue verschwunden? Und was ist das für ein riesiges Tor? Okay, und was soll das bedeuten? Laserstrahlen. Nee, oder? Und die Laserstrahlen machen die Kette kaputt? Oh nee, oh nee, oh nee. Und ich glaube, so wie ich das richtig verstehe, darf diese Kette nicht kaputt gehen. Oh nein, sonst stürzt die ganze Bude hier ein. Also, mir fällt sonst der Deckel auf den Kopf. Okay, Luigi, Luigi, was ist zu tun? Was ist zu tun? Können wir hier irgendwie das Ganze drehen? Keine Chance, keine Chance. Nur noch zwei Ketten und wir sind geliefert. Okay, das bringt schon mal nichts. Irgendwas anderes? Was soll ich denn tun? Hey, du da oben. Hört auf, lass die Kette in Ruhe. Oh nein, nur noch eine Kette. Moment, was kann ich hier machen? Ah, okay, okay, ich verstehe schon. Tja, das habe ich nur leider ein bisschen spät verstanden. Jetzt komme ich da nicht hoch, oder? Oh nein, 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 nein. Es darf nicht so weit kommen, es darf nicht so weit kommen. Oh nein, bitte, bitte, liebe Kette, stürz nicht ein. Wie? Ein Geist? Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Ich muss was tun, um die Kette zu... Und, oh nein. Tja, da hat es Luigi wohl nicht ganz geschafft. Aber ich habe zum Glück noch einen Goldknochen.
Den brauche ich jetzt zum zweiten Mal. Das erste Mal, als ich gegen den Ritter gekämpft habe. Wisst ihr noch? Puh. Okay. Leider habe ich zu spät herausgefunden, was zu tun ist, um dieses Rätsel zu lösen. Also gut. Für den letzten Laserstrahl habe ich tatsächlich genug Zeit, um da nach oben zu kommen. Von daher, kleinen Moment. Wir sorgen uns gleich um dich. Okay. Gut, soweit so gut. Wo ist jetzt der Geist? Der ist doch dafür zuständig, dass ich nicht hier raus kann. Na komm, irgendwo bist du doch versteckt. Oh, da, stopp, nein. Oh, lass mich los. So, diesmal schnapp ich mir diesen Geist. Hey, wo bist du? Zeig dich. Ist irgendwie durch die Wand. Na toll. Oh Mann. Schade, ich habe diesen Goldklong leider verloren. Oder leider einsetzen müssen. Verloren habe ich ihn ja nicht direkt. Na gut. Man lernt ja nie aus. Zack und zack und... Oh, 5 Kraftpunkte hat er noch. Aber der wird hier sein. Genau, genau. Und das war's dann für dich, mein Freund. Lilafarbener Geist. Luigi, du hast es geschafft. Ich gratuliere dir. Ui. Die Statue ist zurückgekehrt. Müssen wir nochmal zu dieser Statue hingehen? Ich habe keine Ahnung. Ich probiere es nochmal. Drücken. Okay, was passiert jetzt? Ah, okay. Ich glaube, das war ganz gut, denn es schließt sich weiter. Eine lilafarbene und blaue Schlange versuchen das Ganze hier zu schließen, aber es scheint, dass es noch einen Raum gibt, wo wir dieses Rätsel hier lösen müssen. Luigi, sei nochmal tapfer. Für uns alle. Und, eieiei, wo müssen wir denn hin? Oh, was ist denn jetzt los? Ach, da kommen wieder Mumien raus. Ja, wie wir mit euch fertig werden, das wissen wir bereits. So, der ist schön runtergefallen. Einmal ziehen. Und, oh nein, ey! Hey, das war unfair. Ich konnte mich an dieser Stelle nicht wehren und auch nicht ausweichen. Na gut, dafür schnappe ich mir diesen Geist. Und zack. Natürlich kommt die Kugel nochmal zurück. Jetzt hat mich die Kugel zweimal getroffen. Wenn ich Pech habe, rollt hier die Kugel nochmal durch. Oh, oh. Jetzt brauche ich aber dringend ein Herz. Nein, 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 nein. Bitte, bitte, bitte. Lass mich in Ruhe. Eieieiei. Das war knapp. Und ein lilafarbener Geist. Auch noch die. Der hat mir gerade noch gefehlt. So. Du bist auch gleich dran, mein Freund. Und jetzt muss ich noch den lilafarbenen finden. Der wird sich hier irgendwie... Ah, ja, ja, da unten. Boah. Zum Glück gab es ein Herz. So, zeig dich. Du fieser Fridolin. Wo bist du? Hm? Keine Chance. Das scheint wohl nicht mehr in der Nähe zu sein. Ja, ja, ja. Na? Komm, irgendwo bist du versteckt. Ich weiß das doch. Aber wahrscheinlich nicht hier in der Nähe. Mann, oh Mann, oh Mann. Na gut. So, jetzt habe ich dich. Und jetzt wird eingesaugt, mein Freund. Und stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Sehr gut und perfekt. Jetzt hast du genug abgezogen bekommen. Das war's dann mit dir. Oh, da ist ja noch einer. Hey, stopp, stopp, stopp. Nicht wegkrabbeln. Ich habe dich gesehen. Toll, jetzt ist er weg. Ah, du hast mich erschrecken wollen, was? Komm nochmal, Regenbogen. Ah ja, da ist er. Autsch! 20 ziehen die ab, die Geister. Die sind echt stark. So, aber dich kralle ich mir jetzt, damit du uns nie wieder Schaden zufügen kannst, mein Freund. Hui. Gerade noch geschafft. Luigi, sei bitte vorsichtig. Diese Kugel ist wirklich gefährlich und kann dich unter Umständen nochmal richtig zerquetschen. Und das wollen wir ja natürlich nicht. Okay. So weit, so gut. Jetzt gehen wir mal durch diese mittlere Tür und gucken mal, was sich dahinter verbergen wird. Okay. Was ist das denn für ein Raum? Das ist ja mal interessant. Interessant und gleichzeitig auch so nichtssagend. Ja, schwer das zu beschreiben. Was ist denn hier die Aufgabe? Irgendwie... Oh, eine Kugel. Okay. Eine... Fast schon, als wäre das eine grüne Glühbirne. Hm. Ob uns diese wohl weiterhelfen kann? Ich wage es zu bezweifeln, aber ein Versuch ist es wert. Dann mal sehen. Einmal hier drauf. Hui. Und mal sehen, was passiert. Eine Tür öffnet sich und dahinter gibt es noch mehr Rätsel. Okay, Luigi. Oh, oh.
Okay, was passiert jetzt? Giftiges Gas kommt raus. Oh nein. Luigi, du musst dich beeilen. Das ist Giftgas. Oh, Luigi muss sogar husten. Habt ihr das gesehen und gehört? Oh nein, der arme Luigi. Luigi, das fügt dir kontinuierlich Schaden zu. Du musst schnell einen Weg finden, um das zu unterbinden. Bitte. Oh Mann, nein. Sei bitte vorsichtig. Das gibt's doch nicht. Seid ihr fies. Okay, ist aber schnell. Mann, 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 Mann. Okay, okay, okay. So weit, so gut. Aber wir haben noch nicht alles gefunden. Hier die rote Kugel. Die setzen wir... Oh nein, nicht durch die Gegend schleudern, Luigi. Du musst dich beeilen. Du hast zwar noch genügend Kraftpunkte, aber trotzdem. Das sind alles Dinge, die sein müssen. Verstehst du? Also dranbleiben, ja? Du schaffst das schon. Dranbleiben, dranbleiben. Und immer schön vorsichtig sein. So, was haben wir hier? Wir müssen noch die Kiste öffnen, aber das machen wir natürlich erst, wenn wir das Rätsel hier gelöst haben. Oder ist vielleicht in der Kiste sogar etwas? Vielleicht könnte das der Fall sein. Okay. Oh, da war es drin. Jetzt aber. Und in die Ecke. Nur noch das Rote, dann haben wir es geschafft. Vielleicht ist es doch hier drin. Und? Ja, da war es tatsächlich drin. Da ist der rote Kubus. Die rote Raute, wenn man so möchte. Und wir haben es geschafft. Wow, das war eine knappe Geschichte. Luigi, ich gratuliere dir. Du hast alle drei Aufgaben des Pharaos sozusagen gelöst. Und da ist der Schalter. Einmal drücken. Tada! Und jetzt wird irgendwas passieren. Ja, jetzt schließt sich das. Und nun kann sich auch der gesamte Sand, der von oben herabfällt, sammeln. Also dann schnell in den Hauptraum, oder? Die Tür wurde jetzt zumindest geöffnet. Ist ja fast so wie in einem Zelda-Spiel. Echt verrückt. Oh, was ist das denn? Ah, Moment. Da gab es doch nochmal sowas, oder? Stimmt. Moment. Die Perle hätte ich noch gerne. Sehr gut. Und wo habe ich das Ding jetzt hingeschleudert? Na toll. Ach, da unten liegt's ja. So, dann nehme ich dieses Ding mal mit. Und das kann ich gleich in diese Wand scheuern. Hier ist zumindest auf dem ersten Blick nichts mehr. Aber, ah ja, ja, ich sehe schon. Hier, schaut mal. Die Seitenwand. Zack. Und eine Wand öffnet sich. Klasse! Wir haben 5 von 6 Kristalle gefunden. Okay, okay, okay. Was bist du denn für einer? Na, kein Problem. Dich sauge ich gleich mal ein. Und los geht's. Einmal schön umwickeln. Oh, ein Goldgeist. Ein Goldgeist war hier versteckt. Ja, das lohnt sich immer. 1 und 2 und 3 und 4. Oh, da war sogar eine Spinne. Tut mir leid. So, wo bist du? Hey, hey, hey. Nicht so schnell. Nicht so schnell, mein kleiner Freund. Glaub ja nicht, dass du so einfach davonkommen kannst. Das war's mit dir. Und das gibt eine ganze Menge Gold für uns. Nicht nur das. Der Raum wurde jetzt auch beseitigt von Geistern. Ich muss dazu sagen, dadurch, dass wir schon viele Räume geschafft haben, ist ja das halbe Geisterhotel schon ohne Geister, oder? So, okay. Jetzt können wir das Ganze natürlich einsaugen, was völliger Blödsinn wäre. Wir müssen jetzt mit Hilfe... Oh, oh, was ist denn jetzt los? Mit Hilfe des Sandes nach oben gehen, wollte ich gerade sagen. Aber es kommen wohl noch ein paar Geister uns in die Quere, die es gilt zu besiegen. Na gut, Herausforderung angenommen. So stehen bleiben, Freundchen. Na gut, ein paar konnten wir besiegen. Einer ist aber hier noch unterwegs. Da habe ich dich. Oh, ein Herz. Ja gut, ich habe sogar volle Energie. Also ist dieses Herz nicht unbedingt notwendig an dieser Stelle. Da ist ja noch ein riesiger Gegner. Habt ihr gesehen? Da war ein Fragezeichen. Okay, vielleicht geht es teilweise nur für uns weiter, wenn wir die großen Geister besiegen. Ja, wobei, es fühlt sich hier weiterhin mit dem Sand. Aber hier war noch irgendwo ein lilafarbener Gegner. Da habe ich doch Fußspuren gesehen. Ha. Ah ja, schaut mal, die Streif... 2 sind das sogar.
Beide streifen so durch die Wände oder durch die Gegend. So, okay, dann hier auf den großen. Ja, hat nicht so ganz funktioniert. Moment, auf die andere Seite. Oh, ich bin zu spät. Out. Oh nein. Teppichtörtchen, jetzt aber dranbleiben. Hab ich dich, mein Großer. So, und jetzt auf den lilafarbenen. Der konnte wieder fliehen. Na komm, zeigt euch. Ich habe keine Angst vor euch, hä? So, da bist du auch schon. 120 Kraftpunkte. Ja, du bist mehr ein Kraftprotz, mein Freund. Hey, dreh dich nicht. Bist du eine prima Ballerina? Haben wir dich. Tada! Noch ein Geist weniger. Aber einer schwebt hier noch durch die Gegend und scheint nur noch 12 Kraftpunkte zu haben. Na, den werden wir kurzerhand einsaugen. Ist doch kein Problem. Und rein mit dir. Gut. Luigi, ich gratuliere dir. Du hast wieder mal eine Gefahr gebannt. Jetzt geht es hier nach oben, nach oben, nach oben. Irgendwie geht es nicht weiter. Ach so, Moment. Doch. Wir müssen ja da unten zur Tür. Ich muss gar nicht ganz nach oben. Ich wollte schon warten und gucken, ob ich bis ganz nach oben komme. Hui, was ist das denn für ein Raum? Ganz viele Spinnchen. Ach, Spinnchen sind eigentlich ganz nett. Die essen die ganzen Fruchtfliegen auf, die man zu Hause haben kann. Gerade wenn man Obst hat, aber naja gut. Hui! Okay, gut. Das hat sich doch gelohnt. Nochmal ein paar Spinnen einzusammeln oder einzusaugen, um Goldbarren und Münzen zu erhalten, sowie natürlich auch ein paar Geldscheine. Luigi, du bist ziemlich mutig, das muss ich dir lassen. Was ist denn jetzt los? Wow, schnell hoch. Okay, ich glaube, hier gibt es noch mehr Gefahren. Ai. Okay, ich verstehe schon. Ich muss rennen. Ich darf nicht schlendern. Ich darf... Okay, da war eine Falle. Ich darf nicht einfach so in der Gegend rumstehen. Vorsicht, Spinnen! Ihr werdet zerquetschen, wenn ihr euch nicht beeilt. Nur so ein kleiner Tipp von mir. Was muss ich jetzt hier tun? Toll, jetzt sind wir in diesen kleinen Raum eingesperrt. Wir müssen irgendwie dieses Spinnennetz entflammen, beziehungsweise kaputt machen. Die Vase hilft uns nicht wirklich dabei, oder? Wie machen wir das mit dem Feuer? Tja, das ist jetzt eine gute Frage. Also, pusten geht ja auch nicht. Kann ich irgendwie was Unsichtbares entschlüsseln oder sehen, finden? Nee, sieht nicht so aus. Na toll. Was haben wir hier eigentlich in dieser Vase? Ist da was drin? Oh ja, ein Feuerkelch. So kommen wir weiter. Ja, alles kein Problem. Und raus mit dir, Luigi. Was müssen wir tun? Die Bewegung nach... Ach, Luigi, klasse. Schaut mal. Wow! Oh! Jetzt sind wir wieder in diesem Raum. Oh, du bist ja auch da. Alles okay, liebe Pharao-Dame? Hey, wo willst du hin? Na toll. Sie lässt uns hier einfach so stehen. Ganz alleine. Aber hier gibt es viele Schätze. Vielleicht sollte ich mich hier noch ein wenig umsehen, bevor ich nach draußen gehe. Zu der lieben, fabelhaften Pharao-Dame. Wie gesagt, es könnte ja durchaus Kleopatra sein. Vielleicht ist sie das, vielleicht aber auch nicht. Okay. Gut, hier ist nichts mehr. Dann können wir jetzt tatsächlich schon rausgehen. Man mag es kaum glauben, oder? Wir sehen, nee, da drin war nur unsere Pharao-Dame. Hier noch ein paar schöne Kissen. Na gut, dann mal raus. Hallo, Pharao-Dame, bist du hier irgendwo? Hallo? Hallo? Wo ist sie denn? Komisch. Ich sehe sie nicht. Luigi, sie ist hinter dir. Dreh dich um, Luigi. Wow. Ui, das war kalt. Oh, wow. Hey, was willst du von mir, hä? Oh, oh. Ich glaube, sie macht ernst. Wow, was ist das denn? Eine riesige Statue. Okay. Irgendwie müssen wir dieses riesige Ding jetzt besiegen. Oh, das ist nicht Kleopatra, das ist Medusa. Eine
Göttin aus der Mythologie, oder? War das eine Göttin? Zumindest hatte sie einen Schlangenkopf. Wow, was hat sie bloß vor? Wie besiegen wir diesen Gegner? Autsch! Was sollte das? Du sitzt da oben. Ich hol dich vom Thron runter, indem ich deinen Sand einsauge. Wow. Das war ein fieser Angriff. Ja, komm schon. Ich glaube, wenn ich den ganzen Sand eingesaugt habe, fällt sie herunter. Kann das sein? Die Schlangen... Oh, die Schlangen lassen sich theoretisch auch einsaugen. Oh, jetzt. Ich hab sie. Okay, ich hab sie noch nicht ganz. Oh, was ist das denn? Jetzt ist meine Chance gekommen. Ich hab dich. Okay, mir reicht jetzt, Fräulein. Bitteschön. Spür die Kraft meines Schreckweg FLU. Okay, sei bitte vorsichtig, Luigi. Ich glaube, die Dame hat es mächtig in sich. So leicht gibt sie nicht auf. Aber wir werden sie stoppen, da bin ich mir sicher. Na toll, jetzt ist sie schon wieder weg. Wow, wow, eine Faust aus purem Sand. Vorsicht, sie sitzt wieder da oben. Wir müssen alles wegsaugen. Sie darf keinen Sand mehr besitzen. Nur so haben wir eine Chance, sie zu stoppen. Sehr gut, Luigi. Weiter so. Oh, hey, komm mir nicht so nahe, ja? Okay, wo ist sie jetzt? Da hat sie sich versteckt. Oh, schon wieder als Faust. Okay. Oh, die Faust kann ich aber irgendwie nicht einsaugen. Ich muss dranbleiben. Moment mal, jetzt aber... Hey, schon wieder weg. Wenn das so weitergeht, habe ich ein mächtiges Problem. Oh! Autsch. Jetzt schnell, wir müssen dranbleiben. Wir haben das schon mal geschafft. Dann schauen wir auch das Ganze noch ein zweites Mal. Und Vorsicht, die Schlangen. Boah, die attackieren ja genauso. Und noch ein kleines bisschen. Ah, Teppichtörtchen. Sie versteckt sich immer wieder. Aber das wird auch immer kleiner. Gleich habe ich sie. Ja, komm schon. Ein kleines bisschen noch. Und da ist sie. Achtung, hier muss ich mich vor den Giftspritzen in Acht nehmen. Aber alles kein Problem, jetzt wird sie wieder schön eingesaugt. Liebe... Hey, Moment, stehen bleiben. Nein, bitte nicht. Oh nein. Luigi, du darfst nicht locker lassen. Sie darf sich nicht nochmal befreien. So, wenigstens noch ein Herz gefunden. Okay, ich komme wieder. Wo bist du? Zeig dich. Schon wieder die Sandfaust. Autsch. Luigi, du hast es nicht einfach, aber du bist super tapfer. Komm, bleib dran, du schaffst das. Oh, Teppichtörtchen. Das hört ja gar nicht mehr auf. Oh, die wollte mich rammen und wegschubsen. Gut. Ich glaube, wenn wir... Wobei, ich glaube, die Haare kann man nicht einsaugen, oder? Sag mir so mein Gefühl. Wir müssen das Gesicht dieser Medusa-Figur einsaugen. Nur so haben wir eine Chance. Okay, ich weiß auf jeden Fall, was zu tun ist. Und ich bin mir sicher, dass wir das schaffen können. Los geht's! Immer schön dranbleiben! Saugen, weiter saugen, der Staubsauger ist super praktisch. Achtung, sie attackiert wieder. Das sind ja zwei Herzen! Die muss ich mir eigentlich holen. Oh, nein. Oh, zum Glück. Gerade noch rechtzeitig. Das bedeutet, dass ich noch genug Energie habe. Komm, dreh dich schon um. Dreh dich um, wir haben keine Angst vor dir. Oh nein, Luigi, Vorsicht, immer vorsichtig sein. Au. Okay, haben wir dich. Sie ist wieder freigelegt. Jetzt ausweichen. Und zack, hab ich dich. Stehen bleiben und eins und zwei und drei und vier. Einmal braucht sie noch, einmal noch und dann haben wir es geschafft. Komm, Luigi, bleib tapfer. Du hast es die ganze Zeit gemeistert. Jetzt wirst du das zum Schluss auch noch schaffen. Moment, sie verschwindet wieder. Und da ist sie. Auch mit der Sandfaust. Oh, das war ein mächtiger Schlag. Ich muss wirklich vorsichtig sein. Luigi, beeil dich. Immer schön ausweichen. Nein. Ui. Okay, da ist ein Herz. Perfekt, eingesammelt. Und eine Stampfattacke. Die bringt aber nicht viel. Ja, toll. Jetzt habe ich mich leider treffen lassen. Na gut. Ich glaube ja nicht, dass du so schnell schon gewonnen hast. Wir kriegen dich.
Und ich saug wieder den gesamten Sand ein. Das kriegst du zurück, Fräulein. Das garantiere ich dir. Oh, 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 oh. Vorsicht. Autsch. Oh Mann, immer diese fiesen Angriffe. Muss das denn sein? Okay. So, Achtung. Jetzt bin ich am Zug. Jetzt bin ich dran. Oh, sie ist schon wieder verschwunden. Wenn das so weitergeht, habe ich ein mächtiges Problem. Also, dranbleiben. Ich will das jetzt schaffen. Ich will das jetzt schaffen. Komm, 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 komm. Sie müsste doch gleich zu Boden kippen. Die Statue ist schon fast wie kaputt. Also noch wenige Meter, bis ich da durchgedrungen bin. Wenige Zentimeter genauer gesagt. Und da ist sie. Noch ein letztes Mal ausweichen. Und dann kann ich sie versuchen zu stoppen. Okay. Und eins. Geschafft. Komm, zurück zu mir. In die Sammlung von Professor Igitt. Klasse. Hui. Gut. Tada. Wir haben es geschafft. Und da ist der Knopf. Lala. Tada. Etage 11. Ich habe ihn. Luigi, wir haben die Wüste und damit das alte Ägypten gemeistert. Wir haben sogar Kleopatra bzw. Medusa bezwungen und dürfen jetzt in die nächste Etage. Was ist denn hier los? Giftpfeile, Hilfe, schnell weg hier. Ach ja, da war ja nochmal die Falle. Habe ich glatt vergessen. Okay, Luigi. Tada! Das ist der Knopf für die 11. Etage. Und der passt ja wie angegossen. Super. Okay, dann wechseln wir mal. Welt der Wunder. Was ist das denn? Wie kann ich mir bitte diese Etage vorstellen? Sind da ganz viele wundersame Dinge? Ja? Weltwunder vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Ich bin super gespannt. Luigi, wir sind gleich da. Mach dich darauf gefasst, dass die Tür jetzt gleich aufgehen wird. So, Etage 11. Und unser unerschrockener Freund Luigi? Schafft das. Oh, drei fliegende Zylinder? Hey, warum fliegen diese Zylinder? Drei Schwestern. Drillinge. Drei Geister. Oh, weia. Hey, nicht erschrecken. Oh, ihr seid ja fies. Und jetzt sind sie einfach so verschwunden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, da erwartet uns ja was richtig Spannendes. Aber wie wird es hier weitergehen? Meine Lieben, danke fürs Zusehen. Auf der rechten Seite findet ihr weitere Videos. Tippt da drauf und ihr kommt zu diesen. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Tippt dazu links auf das Katzensymbol und dann auf Abonnieren. Schon seid ihr Teil der Katzen-Community. Na dann, bleibt katztastisch!